Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video aus der Kategorie der Biologie hier auf oberprima.com. Ich bin Kia Kahawa und in diesem Video geht es um folgendes Thema. Faktoren der Artbildung. Selektion ist sehr wichtig für die Artbildung. Es gibt verschiedene Arten von Selektionen. Ich zeichne euch mal kurz drei Selektionsdiagramme auf. Es gibt eine stabilisierende Selektion. Es gibt die gerichtete Selektion. Und es gibt die aufspaltende Selektion. Der Genpool bzw. die Allelfrequenz ist dabei wichtig. Der Genpool bzw. die Allelfrequenz ist jeweils die Gesamtheit aller Gene und Allele in einer Population. In Lehrbüchern oder auch in diesen Videos auf oberprima.com wird der Genpool immer als so ein Kreis hier dargestellt. Das soll der Genpool sein und da drin sind dann die Gene. Die Gene sollen dann immer so dargestellt werden wie Quadrate oder Dreiecke oder Kreise. Es ist dann beim Genpool beispielsweise wichtig, auf die Farbe zu achten, denn diese Gene, diese roten Gene zum Beispiel, diese Dreiecke, sind natürlich nicht gleich. Trotzdem sollen es die gleichen Gene sein. Auch wenn wir hier jetzt diese blauen Gene haben, eigentlich soll das große blaue Gen genauso sein wie das kleine blaue Gen. Da bitte ich euch, das auf jeden Fall anhand der Farben auseinanderzuhalten. Denn ich kann jetzt hier am Whiteboard mit der Kamera und meinem Aufnahmegerät und allem so und so weiter drum und dran kann ich jetzt nicht maßstabsgetreu ganz viele kleine Punkte malen. Das wäre dann auch viel zu viel Aufwand, beziehungsweise würdet ihr euch dann ganz lange angucken, wie ich versuche vor der Kamera gleich große Punkte, Dreiecke und Quadrate zu malen. Werden Populationen getrennt, wird auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Gene und Allele der jeweiligen Population getrennt und diese entwickeln sich dann eigenständig weiter. Hier seht ihr jetzt schemenhaft dargestellt, wie das wäre, wenn eine Population getrennt wird, wenn also auch der Genpool getrennt wird. Dann gibt es hier zwei weitere Populationen mit zwei neuen Genpools und hier seht ihr zum Beispiel, dass dieses blaue Gen, wofür auch immer es steht, dann später verkümmern wird, wenn es sich weiterentwickelt, da davon weniger vorhanden ist. Und hier beispielsweise wird sich das blaue Gen total durchsetzen und da wird dann vielleicht eine Art daraus entstehen, also es würde dann weiter nach unten gehen. Da gibt es dann zur allopatrischen Artbildung noch einmal ein Video. Da würde sich das dann so entwickeln, dass diese blauen Punkte, diese Gene, dominanter sind und sich durchsetzen und das grüne und das rote Gen sozusagen aussterben. Hier gibt es dann eher das grüne und das rote Gen, das dann in der Population weitergeht. Als Fitness bezeichnet man die Überlebens- und Fortpflanzungsfähigkeit einer Population, einer Art oder eines Individuums. Ihr solltet euch dann also den Begriff Fitness merken. Ich zeichne euch jetzt einfach mal die Fitness ein, beziehungsweise ist die Fitness in Bezug auf Selektion, gerichtete Selektion zum Beispiel, da kann man dann die Fitness mittels des Graphen darstellen. Je weniger Flächeninhalt es unter dieser Glockenfunktion gibt, je weniger Fitness haben Individuen mit den Merkmalen an der Stelle X. Wir haben hier also die X-Achse und wenn wir jetzt diesen Punkt betrachten, haben alle Individuen, die das Merkmal an dieser Stelle X0 haben, haben weniger Fitness als die Individuen, die an dieser Stelle X1 meinetwegen dieses Merkmal haben auf dieser X-Achse. Das heißt, dass diese hier mehr Fitness haben und diese hier haben weniger Fitness. Deshalb gibt es von denen auch mehrere Individuen. Die Y-Achse ist also sozusagen die Anzahl der Individuen. Wir haben hier meinetwegen 50 Pferde mit grauem Fell und hier haben wir ein Pferd mit lila, weiß gepunktetem Fell beispielsweise. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so möchte ich euch das darstellen. So, das war es jetzt zu den Faktoren der Abbildung, zu der gerichteten Selektion, so ein bisschen mehr im Detail zum Genpool und was passiert, wenn sich Arten trennen, aufspalten und was da mit dem Genpool geschieht. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.